Auch in diesem Video geht es wieder um die Attraktionen entlang meiner Motorradtour durch Wisconsin. Wir Motorradfaszinen in meinen beiden Videos Kärnten Motorradfahrinus. Start in Gmünd, wo es auf einer passähnlichen Strecke nach Treffling geht. Leider fährt man ab der Ortschaft nur durch Wald, wodurch sich keine Sicht auf das Liesertal bietet. Zur Burg Sommereck, die wohl schon im 12. Jahrhundert bestand. 1487 wurde die Burg durch ungarische Truppen erobert und zerstört. Nach Wiederaufbau fand über Jahrhunderte ein Besitzerwechsel statt. Seit 1992 ist die Burg im Besitz der Familie Riegler, die sie dem Tourismus zugänglich machte und einen Restaurationsbetrieb sowie ein Foltermuseum etablierten, das von Amnesty International unterstützt wird. Im August finden Ritterspiele statt. Die Uferstraße des Mühlstädter Sees fahre ich nicht entlang, denn sie ist stark frequentiert und fahrerisch uninteressant, sondern auf dem Hochplateau oberhalb. Von Zappel hinunter nach Tellach, am Mühlstädter See. Der Mühlstädter See ist der zweitgrößte See Kärntens und mit 141 Metern der tiefste. Er beinhaltet so viel Wasser wie alle anderen Kärntner Seen zusammen.
Im Stau befahrene Strecke nach Kleinkirchheim und weiter nach Reichenau filmte ich nur kurz. Nach Hochrindel, mein nächstes Ziel. Hinauf ist weniger interessant. Runter nach Sennitz, fahrerisch und landschaftlich der beeindruckendere Teil der Strecke. Zum Schloss Albeck. Errichtet aus den Steinen einer alten Burg, dann im 19. Jahrhundert verfallen und ab 1987 zur Perle des Gurktals revitalisiert. Davor der größte Holzskulpturenpark Österreichs. Kurze Schotterstrecke ins Gurktal. Der Gurk entlang bis Wabel.
ab Wabel auf einer schmalen, landschaftlich reizvollen Straße bis zur B98. Dann bis zur Abzweigung der Görlitzer Gipfelstraße ein fahrerischer Leckerbissen, hervorragend ausgebaut, wenig befahren. Abzweigung zur Görlitzer Gipfelstraße. Der Görlitzen ist ein rund 1900 Meter hoher Berg nördlich vom Ostseeacher See. Die 1968 eröffnete Görlitzer Gipfelstraße ist eine der drei Aussichtsstraßen Österreichs, die direkt zum Gipfel führen. Zunächst fährt man knapp 4 Kilometer in einer reizvollen Almenlandschaft. Dann nach der Mautstelle rund 7 Kilometer auf einer schmalen Straße mit engen Kehren. Ab da weitgehend in einem Wald mit wenig Aussichtspunkten. Wegen der exponierten Lage des Berges eine beeindruckende Rundumsicht am Gipfel.
Mit der Fahrt über den Grasthaler Sattel empfahle ich Villach. Zur Villacher Alpenstraße. Die Villacher Alpenstraße hat eine Länge von 16,5 Kilometer, 2464 Höhenmeter und 7 Kehren. Soll auch eine Panoramastraße sein, doch dafür verdecken zu viele Bäume die Sicht, die praktisch nur bei den Aussichtsplattformen gegeben ist, so wie hier beim Arenablick. Die Großschanze hat eine Hillsize von knapp 100 Metern, zum Vergleich Bergisel 131 Meter. Die Projektierung der Straße begann bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde jedoch bis 1953 immer wieder verworfen. So konnte das Paradestück der Straßenbaukunst erst Ende 1964 fertiggestellt werden. Im Hintergrund der Querlitzen. Der Parkplatz Waldrast. Nomen est omen. Um was zu sehen, ließ ich die Drohne steigen. Die rote Wand, die durch den größten Bergsturz der Ostalpen vor rund 700 Jahren entstand.
oben am Parkplatz Lustrotte eine kleine Anhöhe hinauf, wo die Geschichte der Zeitmessung interessant dargestellt wird. Der Blick von hier oben mit großartigem Bergpanorama in alle Himmelsrichtungen, zu den Julischen und Karnischen Alpen, Karawanken und Kärntner Seenplatte. Auf die European Biker Week möchte ich noch hinweisen, die jedes Jahr Anfang September hier in der Gegend um den Facher See stattfindet. Ich fuhr weiter zur Terra Mystica. Ein ehemaliger Stollen, wo bis 1993 700 Jahre lang Blei und Zink abgebaut wurden. Heute ein Schaubergwerk. Über die Windische Höhe, von der nur ein paar Clips. Mit den ewig langen Geraden ist der Pass des Filmens nicht wert. Zum Schloss Kreuzen, errichtet im 16. Jahrhundert, in Privatbesitz. Hinauf zur Hubertuskapelle, ein prachtvoller Kreuzweg. Dann diese knapp 30 Kilometer lange Wegstrecke. Fahrerisch zwar weniger aufregend, doch landschaftlich was Besonderes. Zudem kaum besiedelt, somit schwach frequentiert. Zum alleinstehenden Felsen Hundskirche. Ein geheimer Versammlungsort zur Zeit der Protestantenverfolgung im 17. und 18. Jahrhundert.
Hundskirche, weil in den Felsen ein Hund eingeritzt wurde, ebenso wie andere Symbole. Konnte ich aber nicht ausmachen. Zum idyllischen Farchtensee, der über Grundwasser gespeist wird. Abbiegung zum Weißen See Ost. Dem höchstgelegenen Badesee der Alpen. Mit der örtlichen Singgemeinschaft zur zauberhaft gelegenen Pfarrkirche Stockenbui, auch Bichelkapelle genannt. Erste Erwähnung um 1500 war hier Mitte des 18. Jahrhunderts eine Missionsstation der Serviten mit der Aufgabe, die evangelischen Einwohner wieder zum katholischen Glauben zurückzuführen. Der Erfolg war mäßig. Heute sind 3/4 der Einwohner evangelisch und 1/4 katholisch. Minuten Videoschauen genügen. Deshalb endet hier der zweite Teil meiner Videoreihe Kärnten vom Feinsten.